Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Im Zusammenhang mit der Frage, was für ein Auto wir uns kaufen wollen, habe ich gemerkt, dass es euch ganz schön interessiert, was Dinge kosten, ob wir teure Sachen haben. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache heute mal ein Video darüber, was sind die fünf teuersten Dinge, die ich besitze. Naja, und im Grunde ist es so, dass ich ziemlich viel Geld ausgegeben habe in meinem Leben für Reisen und für Fortbildungen und für Seminare, aber eigentlich nicht so viel für Gegenstände oder Wertsachen. Und deswegen fand ich es mal selber ganz spannend zu schauen, was ist eigentlich hier bei uns von den Dingen, die mir gehören, das, was am meisten wert ist. Natürlich ist das Haus, in dem wir wohnen, das, was am meisten wert ist, aber das gehört eigentlich gar nicht mir. Das gehört natürlich dieser Mama und mir zusammen und ein Teil auch noch der Bank. Also insofern nehme ich das mal raus. Und natürlich ist auch die Photovoltaikanlage, über die ich vielleicht mal ein extra Video mache, eins der teureren Anschaffungen, die wir getätigt haben. Die hat ungefähr 9.000 Euro gekostet. Ja, und zwei Dinge, die wir besessen haben, die relativ teuer waren, die gibt es auch nicht mehr. Das war der Renault Kangoo. Den haben wir 2004 für ungefähr 12.500 Euro gekauft. Und der Volvo V70, den habe ich für unter 8.000 Euro 2006 gekauft. Das heißt, den hatte ich 13 Jahre gefahren und für unter 8.000 Euro gekauft. Also das war eine gute Investition. Ich sitze hier auf diesem Sessel, weil tatsächlich, ich habe mal in den Belegen nachgeschaut, lange Zeit war dieser Sessel mit einer der teuersten Ausgaben, die ich getätigt habe. Und zwar nicht mal mehr der Sessel. Der Sessel ist nämlich von meiner Oma und ich wollte den unbedingt erhalten und habe den deswegen damals aufpolstern und neu beziehen lassen. Und wie man ziemlich deutlich sehen kann, ist das schon eine Weile her. Und zwar exakt 19 Jahre her. Und damals hat das Aufpolstern und Beziehen lassen die für uns unfassbare Summe von 2.700 Mark gekostet. Also ganz grob 1.350 Euro. Aber mir war es das wert. Das sind so die zwei Dinge, die ich von meinen Großeltern behalten habe. Dieser Sessel von meiner Oma und daneben das Tischchen von meiner anderen Oma. Aber was sind von den Dingen, die ich heute tatsächlich besitze, die fünf wertvollsten? Und die zeige ich euch jetzt. Die Nummer 5 wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, denn das ist dieses kleine Ding. Das ist ein Goldbarren mit 50 Gramm und den habe ich 2013 gekauft. Der hat damals 1780 Euro gekostet. Das wäre heute ungefähr 1900 Euro wert, dieses Stück Gold. Das ist also meine Nummer 5. Die Nummer 4 ist euch sicher allerbestens bekannt, denn das ist mein MacBook Pro. Den habe ich 2012 gekauft mit der damals bestmöglichen Ausstattung, die es gab. Ich habe damals den größten Chip genommen mit dem schnellsten Prozessor und die SSD auf 750 GB hoch. Und dann hat dieses Ding gut 3.000 Euro gekostet. Ich glaube, so ungefähr 3.200 Euro dürfte das gekostet haben 2012. Das heißt, ich habe das 7 Jahre in Betrieb. Das ist ziemlich viel für einen Laptop, der Tag und Nacht läuft, muss man sagen, der Videos schneidet, der Musik schneidet, der eigentlich immer an ist und immer von mir bearbeitet wird und ich hacke ganz schön darauf rum. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, ist der ja kürzlich kaputt gegangen und ich dachte schon, jetzt ist vorbei. Ich war aber damals noch nicht so willig und hatte wenig Motivation, mir einen neuen zu kaufen. Ich dachte, es sei ein Grafikchip kaputt, den man vielleicht für 200, 250 Euro reparieren könnte. Die riefen dann an und sagten, nee, es ist nicht der Grafikchip, sondern was anderes. Das können wir für 450 Euro reparieren und das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich praktisch noch mal ein paar Monate mit diesem weiterarbeiten, bis dann sicherlich demnächst ein neuer fällig werden wird. Und das ist damit meine Nummer 4. Tja, mein drittwertvollstes Objekt, das habt ihr alle schon oft gesehen und manche haben es auch schon bemerkt, dass ich es habe und ich sitze jetzt nicht deswegen so blöd da, damit ich mir den Bart streicheln kann, sondern weil es sich um diese Uhr handelt. Das ist die Nomos Neomatic und die habe ich mir erst vor wenigen Monaten gekauft. Zum stolzen Preis von 3.200 Euro. Das einzige Schmuckstück, das ich vorher hatte, war mein Ehering und den habe ich leider irgendwann mal verloren. Aber ich hatte mir zu meinem 40. Geburtstag eine Uhr gekauft, die ich schon lange gesehen hatte und die ich wahnsinnig schön fand. Und zwar war das diese Uhr hier, die Nomos Tangente mit einem Glasboden hinten. Ich hoffe, man kann das hier schön sehen. Habe auch nie eine schönere gefunden, weil ich finde die einfach wirklich von ihrer Schlichtheit super toll. Und ich wollte immer eine Handaufzugsuhr haben, eine ohne Batterie. Und die ist schön schlank und so weiter. Das war meine Lieblingsuhr, bis ich tatsächlich letztes Jahr, dann kurz nach meinem 50. Geburtstag eben, die gesehen habe, die Neomatic von Nomos, die ein Automatikwerk drin hat, die ein Datum hat und trotzdem wirklich so schön schlank
geblieben ist. Das ist eine ganz tolle Uhr, die mir wahnsinnig viel Freude macht. Das ist also meine Nummer 3. Tja, meine Nummer 2 kennt ihr auch, habt ihr auch schon oft gesehen. Und das ist auch kein so richtiges Wunder, weil ich habe ja Musik studiert. Und damals habe ich mir, und das ist 1994 gewesen, also 25 Jahre her, ein Klavier gekauft. Dieses Kawai-Klavier, da müsst ihr jetzt mal wieder putzen natürlich. Damit habe ich Musik studiert, darauf habe ich alles geübt. Das habe ich erstmal einige Jahre gemietet und dann konnte man die Miete auf den Kaufpreis anrechnen. Und am Ende hat mich dieses Klavier 7.000 Mark gekostet, was heute etwa 3.500 Euro wären, also etwas mehr als die Nomos Neomatic. Und das ist mein zweitwertvollstes Objekt, was ich besitze. Tja, und für mein wertvollstes Objekt, das ich besitze, müssen wir einen kleinen Ausflug machen. Und dann zeige ich euch das noch zum Schluss. Tja, und das ist tatsächlich das teuerste Objekt, das ich besitze. Und zwar habe ich das vor ungefähr 15 Jahren gekauft, einen Flügel. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Konzertflügeln auskennt. Das ist so ein bisschen wie bei Autos. Ein Klavier oder ein Flügel kann sehr günstig sein, wenn er alt und gebraucht ist und keine namhafte Marke hat und trotzdem gut. Und es kann auch sehr teuer sein. Also im Grunde hast du den kompletten Preisbereich von einem Auto. Du kannst eben auch einen Konzertflügel von Steinway oder Bösendorfer für sechsstelligen Betrag auf jeden Fall kaufen. Also ich nicht, aber man kann das tun. Dieser Flügel von Meari, den habe ich damals gekauft vor 15 Jahren für 5.000 Euro. Das ist wenig für einen Flügel, aber mir hat er gut gefallen und er hat so gut geklungen, wie ich ihn mag. Ist ein schöner Popflügel mit einem angenehmen Anschlag. Das war mein Instrument. Tja, das waren die 5 teuersten Dinge, die ich besitze. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Liked, abonniert und kommentiert auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.